Jo, ihr Lieben. Rausgefunden haben wir es. Es war so eine Einstellung, die man machen muss. Wir können jetzt auf jeden Fall Mörser bauen. Und Frage ist jetzt natürlich auch, was konnte man denn nochmal für eine Munition bauen, ne? Also, schauen wir uns mal an. HE-Granaten. Das ist eine Granate, die man dann herstellt, ne? EMP-Granate. Jo. Also, man kann hier echt viel machen. Und ja, zumindest wissen wir jetzt, wo die Einstellung ist. Und dann lassen wir jetzt auch mal weiterlaufen. So. Gerne auch schnell. So, hier wird jetzt schon mal so schön Heu eingelagert. Frage ist jetzt natürlich, wo ich das Licht hinsetze, ne? So, ich guck mal gerade. Ich würde hier natürlich gern auch nochmal ein Lichtlein reinmachen, damit das hier nicht so dunkel ist. Also, hier könnte ich mir dann einen vorstellen. Ein Licht. Machen wir gleich mal eins dazu. Dann beleuchten wir das da auch mal. Temperaturtechnisch, jo, wie könnte hier optimaler sein? Jo. Aber was für ein Riesenlager, ne? Naja. Fünf Marmordinger könnte ich mir noch mal vorstellen. Die sammle ich mal hier ein. Dringend tragen. Haben wir hier noch Stahl rumliegen? Nee, nicht mehr. Wurde mitgenommen. Stahl scheint ja auch voll zu sein. Was ist das denn für ein Tier? Ein Affe. Okay. Das ist ein Wilder, ne? Ja, Wild Predator. Horn isst selber jetzt was. Jo, ne, ist anscheinend echt so viel zu tun. Die haben hier ja auch Laufwege, ist mir klar, ne, also. Aber es soll ja im Prinzip einiges dann automatisiert werden später, hoffe ich. Oder man hat dann irgendwie so Roboter oder so, die tragen und den ganzen anderen Kram. Und dann können die sich um
andere Sachen hier kümmern. Ich frage mich jetzt auch, wo nochmal dieser Labortisch ist, ne? Hatten wir nicht mal eins gehabt? Wo wir dann irgendwie... Hier, ne? Genau. So. Endlich wird hier mal Hand angelegt. Super. Rimatomics, claro. High Voltage Transformer. Der kommt dann hier hin. Und wir haben auch keine Bauteile mehr, ne? Es wird immer weniger. Russland, ne? Ja, Tiere werden jetzt umgebracht. Die haben halt echt keinen Platz. Ist aber halt auch nun mal ein Detail, worum wir uns nicht so kümmern können gerade, ne? So, ist halt so. Also volle Konzentration hier gerade so auf dieses Kraftwerk. Ja, bin mal gespannt. Und wir sind hier echt so ein Tiger King geworden, ne? So, schaut euch das mal an. Überall laufen hier unsere Tiger rum. Echt erstaunlich. Aber für den Mörser wird jetzt auch fleißig geforscht. Was man jetzt natürlich auch machen könnte, ist das hier mal so langsam abbauen, ne? Ich werde das mal in Auftrag geben. Abbauen. Gibt es hier irgendwie so eine Überdachung davon? Nee, ne? Das mal bitte weg. Das brauchen wir hier nicht mehr. So. Auch etwas, was erledigt werden muss. So langsam mal hier gucken, dass klar Schiff ist, ne? Das ist mein Rücken, ey. So. Ja. So, ist zu Ende. High Voltage Transformer. Build a power transformer and connect it to the turbine using high voltage cables. Power limit settings allow you to redistribute the power output between power grids. Mhm. Okay, interessant. Ja, so den genauen Sinn kennen wir ja noch nicht, aber wir forschen ja, ne? So, das ist ja das, was wir gerade machen. Deswegen, verlegen wir mal hier so eine High Voltage Power Verbindung mal dahin. Bin mal gespannt. Ich glaube, da kann man dann ganz normalen Stromkabel legen, ne? Genau. So sieht's aus. Unterirdisch. Unterirdisch, dann kommt hier nochmal ein Stromkabel hin.
Ja, sehr interessant, Leute. Also, was hier draus jetzt noch wird, ne? Verrückte Schildkröte. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Was hat Jace für eine Knarre? Einmal bitte mal hin da und gleich mal regeln. Händler exotischer Güter. Das ist ein Handelsschiff, ne? Ja, da gehen wir mal hin. Wer macht das bei uns eigentlich nochmal? Bokroy, ne? Schauen wir mal, was der zu bieten hat. Oh. Okay, Enten. Ah, muss nicht. Tiger will der nicht haben, ne? Nee, will er nicht haben. Händler will diese Ware nicht kaufen. Okay. Wie sieht's mit Pferden aus? 1, 2, 3. Hengste. Stuten. 1. 1, 2, 3. 3 Stuten habe ich. Können auch bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, nicht wirklich. Also ich will da jetzt auch nichts so ohne Plan verkaufen. Was ich aber machen werde, ist, ich werde ihm die Bauteile abkaufen. Kaufe nochmal 2 von denen. Dann kaufe ich nochmal 12 Plastahl oder 22. So. Schildkern und so. Also hier gibt es schon echt interessante Sachen. So. Akzeptieren. Die bitte einmal sofort reintragen. Jo. Was ist da los? Komm. Trifft er die nochmal? Wahrscheinlich anscheinend nicht, ne? Oh, Mann, das ist auch mal so eine Geschichte, ne, hier. Nicht einmal getroffen. Nicht ein einziges Mal. Jetzt aber. Jawohl. Das hat er bis Schildkröte. Ah. Gut. Weiter geht's. Also 200 KW, wie viel ist das dann? Sind das dann irgendwie... Das ist nur Kilowatt.
Man kann das auch limitieren, ne? So. Bin echt mal gespannt. Ich würde mal sagen, dass wir den Müll vielleicht so hier reinbringen, ne? So, in dieses Gebiet. So, also quasi ja tief in den Berg hinein. Oder haben wir noch mal so eine bessere? So ein besseres Gebiet. Gefühlt ja nicht so, ne? Also da passt das schon mal rein, würde ich sagen. So. Also hier fühlt sich das richtig an. Ja. Bin mal gespannt. Produzieren wir eigentlich noch Waffen? Nein, ne? Wir könnten ja noch mal 2 Sturmgewehre herstellen. Ja. Das 7×14 Bauteile. Nicht ohne. Nicht ohne, aber das sind halt echt gute Waffen, ne? Jo, bin gespannt. Bin echt gespannt. Warum haben wir denn hungernde Kolonisten? Ich verstehe das nicht. Warum wird hier nicht gekocht? Wer kocht bei uns eigentlich? Wer ist fürs Kochen zuständig? Aber Nero, was macht der denn den ganzen Tag? Ich verstehe echt nicht, warum nicht gekocht wird. Ah, weil das mit dem Mais nicht reicht, oder wie? Oh. Ätzend. Ach Gott, meine Ohren. Mann. So. So, es kommt ja jetzt anscheinend was rein. Bitte. Kann ja nicht wahr sein. Wie sieht's mit dem Krams hier aus? Egal, was soll ich damit? Das können wir gerne reintragen. Ein Großhändler. Da rufen wir doch mal an. Ich kontaktiere mal beide. So. Mit denen hatten wir schon gehandelt. Akkurat. So. Jawohl, endlich. So. Dünnes Leder raus. Kamelhaut und so. Meerschweinchenfell, Tigerleder und so. Das kann alles weg. Ich verkaufe jetzt auch mal ein bisschen...
Was können wir denn von dem abgreifen? Kauft er auch Tiger oder irgendwie sowas? Nee, wir machen es mal anders. Der kriegt mal jetzt mal noch mal von mir schön Meerschweinchenfleisch. Tigerfleisch verkaufe ich auch. Neutramin, Bauteile. Dann verkaufe ich jetzt auch mal so ein bisschen Schweineleder. So mal auf 2000 runter. Und glattes Leder auch. Aber viel mehr geht ja hier nicht, ne? Gefühlt. Hat der irgendwie Bauteile oder sowas? Verkauft der irgendwie? Hat er was Interessantes? Nö. Nee, dann nicht. Dann suchen wir hier nochmal kurz was aus. Wo ist denn das hier? Wo hatten wir das? Wo hatten wir das? Hier. Okay. 1000. Ja, come on. Dann verkaufe ich noch mal ein bisschen was. Das war schon too much. Jo, ma, das ist unser Handel. Akzeptieren. Kommt hier so mal ein bisschen Silber an. Und wir haben so ein bisschen das Lager leer gemacht. Schöne Sache. Jo, endlich wird hier mal gebaut, ne? Ich finde das schon komisch, dass man die Kabel unbedingt sehen muss, ne? Also, was soll's? Können wir ja irgendwann mal umstellen. Aber so ein Fan davon bin ich immer nicht, auch von diesen Rohren und so, ne? Das muss doch nicht sichtbar sein. Step completed. So. Bilde Reactor Control Computer. Alles klar. Das hier werde ich abreißen. Oder wir demontieren das erstmal. Oder wir reißen es mal ab. Abreißen. Und unser nächster Step wird ja sein, so, also jetzt fängt es an, interessant zu werden. Also jetzt fängt es echt an, interessant zu werden. Bin mal gespannt. So, ansonsten... Jo, hier haben wir das auch mal abgebaut. Jetzt müssten wir uns halt echt überlegen, wie wir das hier gestalten wollen, ne? Also ich würde hier schon so ein bisschen mehr... Oh, was passiert denn hier? Immer Russland und Ding... Oh. Naja, also, wir müssen nochmal hier kurz gucken. Befehle 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, hier. Okay. Was ich hier machen werde, ist, dass man mal diesen Bereich abreißt. Sachen hier. Das muss hier jetzt auch gestaltet werden. Oh. Hat sich jemand verletzt? Nee, ne? Horn hat sich verletzt. Oh. Oh.
Was trägt er eigentlich? Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das muss behandelt werden. Und darum kümmern wir uns mal.